Wir sind ein Startup im Bereich Softwareentwicklung und wir entwickeln speziell Bereiche Datenmanagement, Schnittstellenmanagement, Datenintegration, Migration. Und dafür haben wir eine Software entwickelt, um diese Problematiken für Kunden zu lösen. Letztendlich geht es darum, inkompatible Systeme miteinander zu verbinden, inkompatible Datenformate zu überwinden und so die Schnittstellenproblematik zwischen Systemen für einen Kunden abbilden zu können, dass er die Daten dann auch nachnutzen kann oder alte Daten ablösen kann, um sie in neuen Systemen weiter zu verwenden. Das Ganze läuft über ein Lizenzgeschäft, das heißt, die Software verkaufen wir über eine Lizenz. Der Kunde kann wählen zwischen Monatspaketen, Jahrespaketen, je nachdem, wie die Projekte aufgebaut sind. Und wir versuchen halt, das Lizenzgeschäft so weit voranzutreiben, dass wir uns darüber finanzieren können. Wir sind jetzt ungefähr ein Jahr im Vertrieb, sind jetzt in den ersten Kundenanwendungsfällen drin oder haben die ersten abgearbeitet und gehen jetzt in die nächsten größeren Projekte. Die aktuelle Herausforderung besteht darin, zu wachsen und um dann mehr und auch größere Projekte abbilden zu können. Also der Markt ist riesig, das Problem wird halt immer größer, das Datenvolumen und das Datenaufkommen wird immer größer, die Systemvielfalt nimmt zu. Dementsprechend ist das ein sehr, sehr gefragter Bereich. Wir haben natürlich große Konkurrenzprodukte, von denen wir uns daher ein bisschen abgrenzen, dass wir viel, viel breiter uns aufstellen, dass wir mehr Kunden auch im kleineren Segment ansprechen wollen und dass wir viel automatisieren, viel visualisieren und damit das Ganze mal auf ein einfacheres Level heben wollen. Wir sind jetzt noch im Gründerteam. Wir sind 3 Leute und wir sind aber aktuell schon auf Personalsuche, um eben mit den Projekten zusammen wachsen zu können. Wir haben tiefgreifende Expertise. Die Software ist jetzt auf einem ganz aktuellen Stand, was, glaube ich, kaum eine andere Software hat. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir im Markt ganz gut aufgestellt sind. Wir haben uns zum Anfang mit einem privaten Investor und über ein Fördermittelprojekt finanziert und mit mittelständischen Beteiligungsgesellschaften bei uns aus dem Land. Wir sind jetzt aktuell an dem Punkt, wo wir überlegen müssen, ob wir nochmal eine Wachstumsfinanzierung anstoßen oder ob wir es weiter über das Bootstrapping machen. Das ist sozusagen eine Entscheidung, die jetzt eigentlich als nächstes ansteht.